Heute ist der Beat dran mit seiner Stammbeiz. Das Highlight ist neben dem feinen Essen natürlich Gesellschaft mit Ihnen. Danke. Danke. Und im La Campagnola Zverano gibt es neben mediterraner Kost auch feines Poolwasser. Salute! Aber wie zufrieden sind die Gäste? Absolutes No-Go. Mehr jetzt! Auf geht's an Lago Maggiore ins Örtli Vairano. Dort ist das Hotelrestaurant La Campagnola, wo eine grosszügige Parkanlage und eine traumhafte Aussicht hat. Beat gefällt an seinem Lieblingslokal besonders die familiäre Atmosphäre. Der Marketingberater spaziert gern mit seinem Hund am See, spielt Golf und schätzt ein gutes Essen. Im Campagnola bestellt er übrigens selten von der Karte, sondern lässt sich lieber vom Koch überraschen. Hey! Ciao, Nico. Ciao Beat! Hi! Wie geht's? Ist gut? Gut. Ha? Schön. Ja, ciao, ciao, Stefano! Ciao. Hey, schön, dass du bist! Hey, super! Ja, so geil! Da. Schau mal das schöne Wetter, das wir reden! Wahnsinn! Das ist einfach total toll! Darf ich dir Gastgeber vorstellen von dem schönen Fleckchen, wo wir sind? Das ist Nico und Stefano. Hallo zusammen. Zusammen. Wir sind hier im La Campagnola in Vairano. Seit wann bist du Stammgast? Ja, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren komme ich doch regelmäßig. Normalerweise habe ich den Hund dabei, aber heute habe ich nicht mitnehmen. Jetzt es ist so heiß. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal ist der Alfi gekommen. Das ist ein ziemlich grosser, weisser Hund und ist da gestanden. Und ich dachte, ist das ein Wolf oder ist das was? Und erst später ist nachher der Beat gekommen und gesagt, ah ja, der Alfi gehört zu mir. Der Beat ist sehr gerne ein Gast bei uns. Wir haben ihn sehr gerne, weil er bringt immer eine gute Laune. Es ist immer fröhlich und ja, wir sind total froh, können wir heute das zusammen machen hier. Ich mag die beiden als Gastgeber, weil sie einfach immer aufgestellt sind. Der Stefano mit seinen x Sprüchen. Kann man ein bisschen lachen, ist gut für die Bauchmuskulatur. Und immer freundlich. Und Nicole, das zeige ich jetzt nicht vor der laufenden Kamera. Das sind ja recht viele Grappasorten. Trinkst du gerne einen, Beat? Nach einem feinen Essen, einen guten Grappa zum Verdauen, das ist perfekt. Das Beste, was passieren kann. Wie viel habt ihr? Viel. Wir haben mehr als 200 Grappa. Wir haben auch ganz viele Grappa, die eigentlich niemand kennt und die sehr süß sind und ganz feine Geschmäcker haben. Von Honig bis zu Torf kann man alles haben. Der gute Grappa ist aber nicht das einzige Highlight, oder? Ja, das Highlight ist neben dem feinen Essen natürlich Gesellschaft mit Ihnen. Es gibt immer Sprüche, feine Sachen. Aber das Highlight zeige ich euch doch am besten. Kommt doch mit. Gehen wir schauen. Was ist das für eine Mauer? Das ist die ganz berühmte Staudamm Verzaska, wo der James Bond Film gedreht worden ist. Goldeneye. Hast du den nicht gesehen? Ein geiler Film. Ja, man kann der Bungee Jump, den man machen kann, der ist 225 Meter und kostet 225 Franken. Und wenn du es zweimal machst, darfst du es drittmal gratis. Dann doch lieber einen Köpfler in Hotelpool, oder Beat? Ich bin selber jetzt noch nie im Pool. Wobei... Warten auf das! Genau, aber der Karl macht er noch nicht. Der Pool, den wir hier sehen, der ist aufgeheizt. Der hat immer 30, 32 Grad. Und der Pool kommt aus Quellwasser. Das ist auch so etwas Spezielles. Das ist das Wasser vom Monte Cedullo. Wir haben am Anfang Probleme mit unseren Gläsern, weil die sind alle so milchig waren. Und ich habe gesagt, wir haben viel zu viel Kalk im Wasser. Und dann habe ich das Wasser eingeschickt. Und dann hat er mir vom Dings angerufen und gesagt, ich sei ein Lustiger. Ich habe ihm Mineralwasser geschickt. Das klingt spannend. Kann ich den Pool mal anschauen?
Ja. Gehen wir schauen. Gehen wir schauen. Kommt doch mit. Juhu. Früher war das Campagnola mal ein Ferienlager. Und Ferienstimmung kommt auch jetzt auf. Hey, komm, jetzt nehmen wir ein Glas. Ja, die feinen Gelati, da kann ich nie. Da kann ich nie widerstehen. Die Glasse sind alle hausgemacht. Die machen wir alle selber. Was willst du für einen Gusto? Ja, ich nehme das Ding. Das ist Pistacchio, ganz ja, fein. Ja, das ist auch fein. Und das ist Haselnuss? Nein, gib mir das Pistacchio. Pistacchio. Wenn du einen schönen Flecken Erde willst, wo du dich kannst erholen kannst, wo du einen super Service hast, wo du ein geniales Essen bekommst, dann musst du ins Campagnola in Vairano gehen. Danke. Danke. Bitte. Willst du noch etwas trinken? Kannst du noch ein Glas haben? Creme für meine Seele. Danke, danke. So, jetzt sind wir doch hier an unserem Pool mit Quellwasser. Jetzt kannst du gerade mal schauen, wie warm das ist. Ja, 24 Grad hat das im Minimum. So gut. Nächstes Mal nimmst du Badhose so mit. Ja, wir sind da so in die Ziegumpe. Ja, können wir mit auch. Das ist wirklich Quellwasser. Ja. Das könntest du trinken. Das kann man trinken. Man kann drinnen baden. Ja, dann Prost. Ja, unser Credo ist, jeder, der einmal gekommen ist, will wiederkommen. That's it. That's it. Ja. Das heisst, jeder, der kommen will, der kam, will wiederkommen. Ognuno che arrivato vuole tornare. Only one that came here wants to come back. In vier Sprachen. Der Koch kocht aber nur in einer Sprache, und das ist Italienisch. Ciao Andrea. Buongiorno. Tutto pronto? Tutto pronto, prontissimo. Per la serata iniziata. Adesso girati. Buongiorno. Das ist Andrea Brambilla, mein Küchenchef. Buongiorno. Sehr, sehr super, guter, schneller Koch, super Koch. Wir sind sehr zufrieden mit ihm, er macht das super. Wir haben bis jetzt nur Komplimente bekommen fürs Essen. Danke. Super. Was für eine Küche bietet ihr denn an? Che cucina c'è in questo ristorante? Tutto mediterranea, regionale. Also, wir haben mediterranea und regionale Küche. Wir brauchen ja Haufen regionale Produkte. Und ist für heute Abend schon alles parat? È tutto pronto oggi? Certo. Manca qualche cosa? Un po' di erbe che magari chiediamo. Sì. Se ci puoi prendere un po' di erbe per il pesce e un po' per la carne? Ja, es fehlt noch ein Kräuter. Ciao. Natürlich, wir haben da hinten einen Kräutergarten. Dann gehen wir in den Kräutergarten. Ja, sonst, ciao, wir Andrea. Ciao zusammen, ich gehe unterdessen raus. Okay, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, Andrea. Ciao. Das schmeckt eigentlich dir. Ja, du musst eins reinbeissen. Mm. Das ist wirklich fein. Auch da, das sind alles verschiedene. Das ist auch beim Essen so etwas drin, das schmeckt so genial nach Frische. Das ist einfach ein Traum. Forza ragazzi, die Gäste sind schon unterwegs. Lustig. Mal einen Ausblick. Ja. Und legen wir schau mal da oben. Yes, es geht in die Herzig. Ja, ja. So sind die zwei Kräutli-Sammler sicher noch nie begrüßt worden. Hör jetzt auf, essen. Ja. Es gibt da keine Nacht heute an, wie ich alles vorher schon weiss. Hoppla, das war wegen Verwechslung. Und, sind ihr zufrieden mit der Ausbeute? Ich glaube nicht, dass es mir es abnimmt, dass ich alles geschnitten habe. Das ist gleich. Hauptsache, es kommt auf dem Teller heute Abend. Er sieht sicher, dass du viel gegessen hast. Ja, genau. Und nicht mehr so viel drauf ist. Jetzt gilt es aber ernst. Der Danny Joe, der Huck, Silvia und Patti kommen an. Meine Beiz, deine Beiz gönnen wir, weil. Der Platz ist magisch und verzaubert jeden. Personal schafft mit Herz und ist kompetent. Und das Essen ein Traum. Yeah! Gehen wir! Benvenuto! Und doch schon unseren Aperitif, aber Gäste fehlen noch. Guten Abend. Guten Abend. Ciao. Ciao. Ciao, Luca. Haben Sie es gefunden? Ja, klar. Herzlich willkommen. Ciao, Cencio. Herzlich willkommen in Campagnola. Schauen Sie. Wir sind ja in der Ferien.
oder? Total. Nur Ferien, perfekt. Sonne, Terrasse, gute Leute, schönes Essen. Ich freue mich. Ja. Was will man mehr? Gut, dann oben. Ciao, freut mich. Stefan, danke. Der Ort ist schön, von der Aussicht her. Ich finde mich ausgezeichnet. Es ist wunderschön, ein Traumblick über den Lago Maggiore. Einzigartig. Das ist Prosecco mit Erdbeerpüree. Es ist wirklich ein wunderbarer Drink, vor allem für Ladies. Aber auch wir Männer haben es gern. Und. Hoffen wir doch. Achtung, ja. Nicht zu viel. Ein Rossini für 9 Franken. Die einen sagen, er verdanke seinen Namen einem berühmten italienischen Komponist, Giacchino Rossini. Also mir schmeckt es mega. Es ist ein Frauenapro, ein Frauengetränk. Aber zwischendurch darf man das auch trinken. Aber er fährt ein. Ja. Mit der Zeit, ja. Vor allem, wenn man noch nichts im Magen hat. Ja, einen darf man haben. Ich denke, das ist auch wegen dem Zucker von der Erdbeere. Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Direktissima. Ja, absolut. Jetzt möchte ich euch eigentlich sagen, was wir für euch heute Abend vorbereitet haben. Und zwar haben wir es hier schon aufgeschrieben. Insalata Panzanella, das kommt vom Büchli. Die Mare, also man kommt so ein Büchli über, weil man mehr Früchte isst. Kräuter, Botarga, ist genau mein Geschmack. Genau. Du kennst es schon. Botarga ist gesalzener und geräuchter Rogen der Meeresche. Also ich möchte mir gar nichts anderes wünschen. Ich liebe Meeresfrüchte. Und Botarga ebenfalls. Ich finde, das ist eine ganz tolle Vorspeise. Das ist italienisch und das tönt sehr gut mit Meeresfrüchten. Da freue ich mich sehr drauf. Als Hauptgang haben wir noch ein Filetto Ragnella in Crosta di Menta. Ich habe ein Kräutchen dazu gefrickt. Das wäre ein Lammfilet. Braten mit Rosmarin und Olivenöl, mit einer Pfeffermünzkruste. Dazu servieren wir euch eine Portweinsauce, Bratkartoffeln und glasiertes Gemüse. Das ist etwas, das ich schon lange nicht mehr gegessen habe. Und ich habe es doch immer sehr gerne, das Lamm. Da bin ich schon ein bisschen heikel. Also, es darf wirklich gar nicht böckeln. Und Minze ist für mich im ersten Moment, das ist irgendwie englisch angehaucht. Panzanella hat natürlich nichts mit dem Bauch zu tun. Der Stefano erklärt, von wo das Gericht kommt. Jetzt ist, gerade am Anrichten. Da sind jetzt die Brotcroutons drin. Das war eine Wiederverwertung vom alten Brot. Das hat man natürlich nicht vortrühren. Es wird immer dann angemacht mit Olivenöl, mit Tomaten, mit all den Zutaten, die wir sehen. Und je nach Region, wenn jetzt jemand am Meer gewohnt hat, dann hat man Meeresfrüchte rein da. Wenn jemand vom Land gewohnt hat, hat man verschiedene andere Sachen rein da. Es ist eigentlich ein ländlicher Salat aus der Toskana. Was ist das? Das ist die Botarga, geräuchte und gesalzte Rogen von der Meeresche. Sehr, sehr salzig. Insalata Panzanella di Mare mit Crouton, Venusmuscheln, Crevetten und Botarga für 22 Franken. Einen guten Abend. Wollen auch Sie neue kulinarische Landschaften erforschen? Dann machen Sie mit. Mehr unter deren Adresse. Das kann ich zu gut oder schlecht sagen. Entweder schmeckt es den Leuten, dass es ruhig ist und jetzt wird gegessen. Oder sie denken, kann ich nicht essen. Mir hat es zu viel Crouton und zu wenig Meeresfrüchte. Ich habe mehr Meeresfrüchte erwartet. Mhm. Und du? Ich habe Crouton sehr gern. Was mir nicht schmeckt, aber es ist gut gekocht, absolut, ist der Tintenfisch. Und danach bin ich froh, wenn ich es mit dem Crouton das ist aber fein. Ich weiß, ich habe fast keinen Tintenfisch. Hast du viel Tintenfisch gehabt? Ja. Hättest du mir schon abgeben können. Optisch sehr, sehr schön. Geschmacklich hat mir etwas gefehlt. Es hat mir zu wenig Salz dran. Ich bin sonst nicht ein Mensch, der salzen tut. Für mich hätte ich jetzt die Brot-Crouton
die dürften einfach grosser sein, die müssten fester sein, die sind zu lang gestanden, die sind mit den Soßen aufgezogen gewesen. Dürfte für mich nicht sein. Das ist eher der Daumen ein bisschen runter, weil meine Erwartung war sehr viel höher gewesen. Auch wissentlich, was es für eine Art Restaurant hier ist und was für ein Hotelbetrieb war, habe ich mehr erwartet. Mhm. Effektiv. Du musst dir voll beipflichten. Kritik auf einem hohen Niveau. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Das Lamm wird pariert. Das heisst, man schneidet alle Teile weg, die man nicht dran hat. Warum eigentlich, Stefano? Wenn man das nicht wegschneiden würde, würde sich das ganze Filet krümmen und würde aussehen wie etwas, das niemand mehr essen will. Das ist so die Sehne, die man einfach drab nimmt. Ich bin immer froh, wenn möglichst wenig drab genommen wird, weil es ist natürlich Geld, das ich verliere. So, meine Lieben, ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr werdet jetzt noch etwas Spezielles hören. Heute Abend. Normalerweise ist am Dienstag eigentlich keine Musik, aber heute Abend haben wir eine kleine Musikeinlage. Montag, Mittwoch, Freitag ist immer Musik da. Es ist eigentlich ein Musikrestaurant. Ich habe ein bisschen Mühe mit Musik, weil wenn ich essen gehe, gehe ich essen. Ich tue mich gerne mit den Leuten, mit den netten Leuten, die am Tisch sind, unterhalten. Dann ist für mich oft eine Musik störend. Die Damenwelt sieht das offenbar ein bisschen anders. Das fand ich mega stark. Dann bin ich auch so angezogen. Ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch ein Röckchen angezogen. Nein, es war eine gute Einlage, ganz sicher. Und sie haben auch gut gespielt. Ja, es war richtig gut. Zurück in die Cucina. Italienische Küche ist für dich sicher die beste, oder Andrea? Per me sì, perché sono italiano, però. Für ihn ja, weil er ist Italiener. Aber der Andrea anche la cucina giapponese secondo me è una delle migliori al mondo. Er hat zwei Jahre in Japan gelebt, in Südkorea. Und im Fernen Osten hat eine Frau von Japan. Und er sagt, für ihn sei eigentlich die gesündeste Küche sei die japanische Küche. Was ist eigentlich mit dem Mann los? Ach, die sind viel zu lahm. Was hast du gesagt? Ja. Und was sagst du? Ich habe gesagt, ich würde tanzen, wenn mir einer drauf fährt. Genau. Ja. Ja, aber man könnte ja Damenwahl machen, statt alleine zu tanzen. Ja. Und dann gilt er mal als Emanze. Sind wir aber nicht. Nein. Unterdessen ist auch das Lamm fertig. Ist das Fleisch perfekt so, Andrea? Per me è giusta così perfetta. Für ihn stimmt das so. Rosé, nicht trocken, auch nicht zu fest roh noch. Filetto d'agnello in Crosta di Menta mit Portwein-Sauce, Bratkartoffel und Gemüse für 46 Franken. Und einen guten. Danke dir. Merci vielmals. Einen guten zusammen. Einen guten. Münzen ist übrigens nicht einfach Münzen. Es gibt über 20 Sorten. Und wie ist sie zusammen mit dem Fleisch? Das Fleisch war, muss ich sagen, hervorragend mit der Kräuterkruste. Hätte für mich noch etwas grosser sein, aber wie gesagt, das ist auf hohem Niveau, was ich jetzt da erzähle. Minze mit Fleisch zusammen würde ich jetzt persönlich nicht nochmal bestellen, weil für mich ist Minze nicht etwas, das ich am Fleisch haben möchte. Die Zucchetti. Das dürfte nicht sein. Es war echt verkocht und das dürfte nicht sein. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe für mich, ist, dass mir das Fleisch zu roh ist. Und das Messer nicht schneidet. Richtig, das Messer ist ein Problem. Das Lammfleisch, das ist speziell und da braucht man effektiv ein gutes Messer, weil mit einem normalen Messer verreisst man die Fasern und macht das Fleisch kaputt. Es tut dem Fleisch einfach nicht gut. Du, das ist eine Sache. Danke vielmals.
Ja, schau jetzt und schon kannst. Ja, schau jetzt, wer sagt, und schon kannst du Fleisch schneiden. Eine schöne Parkanlage und ein fantastischer Blick auf den Lago Maggiore. Wie kommt das an? Es liegt natürlich hervorragend, wunderschöne Lage, Aussicht auf den See. Für mich sieht es fast ein bisschen so aus wie ein All-Inclusive-Hotel, das sehr schwer ist, auch auseinanderzuhalten. Hier ist jetzt Unterhaltung, hier ist Kinderecke und hier wird gediegen gegessen. Das passt für mich nicht zusammen. Ich suche ein ruhiges Restaurant oder ein Hotel, nicht mit Kind. Das ist nicht mein Ding. Es animiert mich nicht, um hier noch zu essen. Es ist mir zu viel Umtrieb. Zu fest Hotel, zu fest Animation. Hätte fürs Essen den Gaumen animiert? Es hatte ein paar Fehler. Es hatte zu wenig Meeresfrüchte auf der Vorspeise. Und das Fleisch war zu roh, wenn man es nicht roh mag. Aber sonst war es eigentlich schon in Ordnung. Nicht überragend. Also, ich denke, das Essen, Vorspeise, Hauptgang, das hat gepasst. Es ist gut gewesen. Es ist jetzt nicht auf einem sehr hohen Niveau gekocht worden. Aber es hat geschmeckt. Ich hätte mir mehr erwartet. Vor allem auch für diesen Preis. Dann wären wir ja gerade beim Thema. Der Preis von 77 Franken ist für mich zu hoch. Da muss ich dir auch beisteuern, weil es sind zu viele Kleinigkeiten, die miteinander kumuliert sind, die diesen Preis nicht rechtfertigen. Es ist absolut nicht zu teuer, es ist aber auch nicht sehr günstig. Nein. Jetzt muss man nur Punkte aufschreiben. Wie schneidet euch das Campagnola ab? Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen im Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis übers Handy im Internet. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. 7 Punkte von Danny Joe. Auch 7 vom Huck. Ebenfalls 7 von der Silvia. Und Nummer 6 von der Patti. Nach Adam Riese nimmt der Beat 27 Punkte mit heim. Skeptische Gäste morgen bei der Patti Zascona. Es wird sicher keine gehobene Küche sein. Aber in der Osteria Ticino da Ghetti e Tommy lässt man sich nicht lumpen. Ui. 2 Lager bilden sich. Die Fahrspeise war sensationell. Für Lastwagenfahrer. Die Osteria, die kann man wirklich weiterempfehlen. Mir hat die Kombination nicht gepasst mit Ananas.